Es geht um ein Thema, das uns wirklich und wahrhaftig alle angeht. In einem sind wir uns sicher. Ohne starke Verbraucher wird es keine starke Wirtschaft geben. Wie stark war und wie stark ist eigentlich die Verbraucherschutzpolitik der derzeitigen Regierung? In der zu Ende gehenden Legislaturperiode hat es eine ganze Menge Licht gegeben. Es ist einiges vorwärts gebracht worden, aber es gab auch einiges an Schatten. Naja, schwer wiegt auf jeden Fall, dass wir bei der privaten Altersvorsorge nicht vorangekommen sind. Klares Versprechen im Koalitionsvertrag. Haben wir was von der Senkung der Strompreise gespürt? Leider nicht wirklich. Schluss mit Inkasso-Abzocke und aufgedrängter Telefonwerbung. Musterfeststellungsklage. Gute Verbraucherpolitik muss alle Bereiche des Lebens in den Blick nehmen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband leitet daraus die klare Erwartung an die neue Bundesregierung ab, das Alltagsleben der Menschen bezahlbarer zu machen, aber auch einfacher, sicherer und nachhaltiger. Jetzt aber gucken wir erstmal, wie es uns eigentlich so geht, im Allgemeinen und vor allen Dingen wirtschaftlich. Schon in Kurzarbeit, mussten Geringverdienerjobs aufgeben wegen Homeschooling, sind vielleicht schon wirklich arbeitslos geworden. Und dort ist wirklich die Not groß und dort geht es wirklich um Angst, um Zukunftsangst. Und die trauen sich im Moment eher gar nichts auszugeben. Ja, so viele Erfahrungen zu so einer Krise gibt es einfach nicht. Die Krise ist besonders. Verbraucherprobleme aus dem Alltag. Es ist das, was die Verbraucherinnen und Verbraucher in die Beratungsstellen hineintragen. Und was wir als VZBV versuchen, dann in die Politik zu bringen. Wir wollen über drei Themen ganz besonders reden. Und zwar zum einen über die EU-Verbandsklage, zum anderen über private Altersvorsorge, Riester im Besonderen. Und zu guter Letzt Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Ich meine, wir haben jetzt auch viel erreicht in dieser Legislaturperiode. Ich glaube, dass wir in der Tat erstmal mit der Musterfeststellungsklage hier in Deutschland einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht haben. Deswegen Rechte stärken, das schnell umsetzen und das vielleicht sogar über den europäischen Rahmen hinaus stärker machen. Und was mir wichtig ist, es geht hier nicht nur um die Rechte von Verbrauchern, sondern eigentlich stärkt es ja faire Unternehmen. Es ist gut, dass das in einem Abwasch erledigt werden kann, dass man dann auch wirklich den sozusagen einklagt, nicht nur festgestellt wird. Die Riester-Rente, die sollte eigentlich bei ihrer Einführung vor 21 Jahren, ist es jetzt mittlerweile, die Altersarmut verhindern. Ja, es hat nicht wirklich in allen Fällen funktioniert. Und im Grunde will ja jede Generation, dass es ihren Kindern besser geht, aber man will selber auch, dass man im Alter auch souverän dasteht und wenn man gearbeitet hat. Aber die erste Frage ist, wie stabilisieren wir die gesetzliche Rente? Wir brauchen eine zusätzliche Absicherung im privaten Bereich. Ich glaube, so kriegen wir die gesetzliche Rente stabilisiert, Geringverdiener profitieren und es kann für Verbraucher noch eine Alternative bei der betrieblichen und privaten Vorsorge sein. Und die ganzen Jahre bis 67 möchte man doch irgendwie immer das Gefühl haben, hinterher geht das gut aus. Solange es die private Altersvorsorge geben soll, und ich sehe Chancen in ihr, dann muss sie tatsächlich so kostengünstig und so renditestark sein wie irgendwie möglich. Wer sollte denn eigentlich die Verantwortung dafür tragen, dass wir alle nachhaltiger konsumieren, die Verbraucher, die Unternehmen oder die Politik? Aber an ganz vielen Stellen, wenn wir in der Politik es nicht schaffen, das System so zu organisieren, dass das geht, überfordert es die Menschen. Und wir werden das mit dem Klimaschutz nur hinkriegen, wenn wir auch ein gesellschaftliches Klima erzeugen, dass alle, nicht nur wir hier, wir können da vortrefflich drüber reden, dass alle das wollen. Verbraucher wollen wissen, was sie kaufen. Sie wollen wissen, was sie essen und wofür sie das Geld ausgeben. Sie sind nicht bereit, viel Geld für etwas auszugeben, wo sie nicht vertrauen, was ich nachvollziehen kann. Für mich ist ganz klar, die wichtigste Aufgabe, die wir jetzt lösen müssen, ist, dass wir den industriellen Umbau Deutschlands hinkriegen, damit wir CO2-neutral innerhalb von 25 Jahren wirtschaften können. Na, indem Politik endlich mal macht und nicht nur spricht. Ehrlich gesagt geht mir das hier ziemlich durcheinander. Es ist ja nicht so, dass der Klimaschutz erst seit gestern da ist. Die Mehreinnahmen, die durch den CO2-Preis erwirtschaftet werden, zu 100% an die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückzugeben. Die Politik muss den Rahmen setzen, dass Menschen einfach gut leben können, zu bezahlbaren Preisen leben können und aber, dass die Welt um sie herum nicht kaputt geht. Und das ist unser Job als Politikerinnen und Politiker. Ja, vielen Dank.